Endlich wieder mal was live, Leute. Sehr schick. Wenn wir auch nur gerade so in den Angriff reingegangen sind, wir können uns gleich noch eine Wiederholung angucken. Ich hatte heute Abend kaum Internet und bin froh, dass ich das irgendwie so aufnehmen konnte jetzt. Also seid gespannt auf den ersten Angriff von Hai, den zeige ich euch gleich im Retour. Aber dann haben wir mal wieder ein bisschen live hier bei den Herausforderern im Zuge des Übens für die nächste Liga. Die steht ja nun auch wieder ein paar Tage an. Naja, ein paar Tage ist gut. Aber letztendlich, wisst ihr selber, plötzlich ist die Zeit dann um und es wird nichts mehr. Aber ich glaube, sein erster Angriff, der waren 3 Sterne. Lass mal gerade gucken. Spähen, jo, waren auch 3. Lass mal gucken, wie er es gemacht hat. 15 auf 15 mit Rutreitern und soweit ich das gesehen habe. Ja, der Worden mit Feuerball. Der Worden mit Feuerball, Leute. Okay, habe ich noch gar nicht gesehen. Gehen wir mal rein hier. Gehen wir mal rein. Oder ihr lasst mich einfach essen. Ja, ich habe die Zeit genutzt, Leute. Ich hatte heute technische Probleme. Krummelette hat dann übernommen. Und bin jetzt, glaube ich, froh, dass ich so ein bisschen aufnehmen kann. Nebenher. Und habe mir einfach ein bisschen was zu essen bestellt, ne? Weil ich noch ein bisschen Hunger hatte. So einfach kann es manchmal sein. Und weil man ja überfaul ist, also ich bin zumindest, was Essen machen angeht, ziemlich faul. Aber eine schöne Attacke. Geschick. Läuft also weiter bei uns. Also im Hinblick auf die Liga sehe ich das schon wieder sehr, sehr zuversichtlich. Und der Hai ist auch nicht das erste Mal bei uns. Der ist schon ein paar Tage länger da. Geht dann auch wahrscheinlich wieder in den Clan Free-to-Play oder Totos Bande zum Ligaspielen, weil wir hier halt mit 15er nicht spielen. Aber wenn ihr 15er seid und möchtet gerne Clankriege mit uns spielen, dann seid ihr hier herzlich willkommen nach wie vor im Clan Herausforderer. Also in den 3 Wochen, wo keine Liga ist, spielen wir hier nur CKs. Da könnt ihr gerne mit dabei sein. In der Woche, wo wir dann Liga spielen, da habe ich auf jeden Fall adäquate Ausweichquartiere, sodass ihr auf jeden Fall auf eure Medaillen kommt und euch und auch auf euren Lot, inklusive Erze etc. Aber ich warte jetzt mal auf den nächsten Angriff und dann sehen wir uns gleich nach der Attacke hier einfach mal wieder. Muss ich mal eben ein bisschen schneiden. Okay, Leute, der Nachtschatten ist am Start. Wir schauen hier 14 auf 14, also der zweite Angriff war ja eben keine 3 Sterne. Also wir gucken hier jetzt quasi schon, so wie wir uns das eigentlich wünschen. Wir gehen von unten nach oben vor. So wie wir uns das eigentlich wünschen. Und auf die Basis, wo dann noch Sterne zu holen sind, gehen wir auch von unten nach oben weiterhin vor. Das macht er ganz gut hier. Wir gucken mal mit den Rutreitern, ob das auch klappt. Giftzauber hat er keinen mehr, weil er ja auch mal hat eine Blimp gespielt. Okay, hat eine Blimp gespielt. Dann müssen es dort, sind aber genug Truppen da. E-Titanien auch mit drin. Das lebensrettende Elixier vom Worden ist auch am Start. Sehr schön. Also geht das hier rein. Auf, Leute, ihr seht das gar nicht, ne? Ich erzähle euch die ganze Zeit hier was vom Pferd, weil ich das hier vorne sehe und ihr seht das gar nicht. Perfekt. Ich sage ja, zu den technischen Problemen kommen dann auch noch andere Probleme. Lokalisierungsprobleme, so will ich es mal sagen. Aber das sieht sehr gut aus hier für 3 Sterne. Die letzten Defense-Gebäude fallen auch noch und die Rutreiter sind auch ziemlich stark, auch im Rathaus-Level 15 Bereich. 1 Minute 5 Sekunden, das sollte auch locker reichen hier für die ersten oder für die nächsten 3 Sterne. Also schön ausgebügelt, richtig schön gemacht von unten nach oben. Dezimieren wir den Gegner, sehr, sehr schick. Bis zum nächsten Angriff, wa? Wir gehen mal rein, ob 15 auf 16 auch so gut klappt. Rutreiter sind ja noch auf 2. Ich meine, sie bleiben ja auch auf 2 auf Rathaus Level 15, aber mal sehen, ob das nicht noch genauso klappt hier mit der Blimp. Mal ein bisschen näher für euch rein. Ich muss nur gucken, ich kenne ihn zwar sehr gut, aber ich weiß nicht, wo er jetzt mit den Rutreitern gleich reingeht. Aber die Bogenschützen haben extrem viel rausbekommen
passt noch die E-Titanin hier. Die ist auch schon ein bisschen angekratzt. Jetzt geht sie oben weiter mit der Queen. Ich denke mal, dann kommt er gleich über diese Flanke hier Richtung Rathaus. Mit den Hutreitern. Ah ne, er nimmt sie jetzt schon rein. Die müssen allerdings ein bisschen reingelotst werden in die Base. Damit nicht alles völlig außenrum geht. Irgendwann werden die natürlich von der Defensive reingezogen. Weil die ja erstmal auf die Defense gehen. Und ich bin immer noch am Weiterfuttern. Ich weiß, das ist jetzt sehr unverschämt. Und ihr bekommt wahrscheinlich gerade Hunger, wenn ihr mich so seht, ne? Oh, unsichtbares Rathaus, okay, aber nicht lange genug, denke ich mal. Außen, oh, Tesla Farm hier. Ja, 5 Stück. Sehe ich hier unten. Rathaus noch nicht gefallen, aber Princess ist dran, also die Queen war gerade dran. Steht auch im Gift. Ist das jetzt schlimm oder ist es nicht so schlimm? Ah, oh, die ist noch dabei. Leute, 15 auf 16, 3 Sterne, oder? Ist noch ein bisschen was. Ist noch ein bisschen was. Der Single muss auf jeden Fall fallen. Ist nochmal im Frostpfeil. Die E-Titanin, die will gleich durch eine Mauer. Aber der King hier, Leute. King regelt. Sehr schön, 3 Sterne. Richtig krass, richtig langweilig, die Blimp. Lese ich gerade im Live-Chat hier. Das stimmt. Sowas von langweilig. Okay, Leute, Rathaus 15 auf Rathaus 16. Sehr cool gemacht hier. 14 auf die Nummer 11. Nachtschatten auf Sepp Hirot. Also läuft bei uns, würde ich sagen. Und ich wollte ja eigentlich jetzt ein paar Live-Angriffe reinschalten, wenn ich schon nicht live gehen kann. Ja, ich habe zwar noch gerade einen Probeangriff auf eine Base gemacht, weil ich wahrscheinlich jetzt gleich auch noch irgendwo eine Base angreifen werde. Aber wir haben schon einen Live-Angriff und zwar einen Go-Hawk. Da gehen wir jetzt auch live rein, wenn der hier vorbei ist. 3 Sterne, easy peasy. Geht ja, wunderbar. Und da haben wir ihn da oben. Aber Gegner greift auch schon ein bisschen an, Leute. Lot of War hier. Ich muss das mal eben da vorne ein bisschen leiser machen. So ist es besser. Und mal sehen, Hybrid immer noch sehr, sehr stark. Ich habe die Tage schon mal geschaut, er hat ein bisschen anders equipped. Er nimmt die Queen hier mit Pfeil, er nimmt den Warden mit Juwel und normalem Lebensbuch. Und hier bei der Gladiatorin den Tempo und das Schild. Beim King, glaube ich, ist Standard, Handschuh und den Wütendmachen-Zauber. Und dementsprechend kann man eigentlich sagen, braucht man für diese Strategie hier nicht unbedingt so besondere Sachen, sage ich mal, also was das Equipment angeht oder ob man jetzt episch equipped oder nicht episch equipped oder halt ständig wechselt. Und dann schauen wir mal, wie das hier geht von der 12 auf die 1. Ihr wisst selber, irgendwann ist das auch ein bisschen überholt. Das heißt also, dann ist man nicht mehr 12 die 12, sondern 12 sieht eigentlich genauso aus wie 1 und 1 sieht auch genauso aus wie 12. So, hinten nochmal die Nado. Erwischt hier von der Queen, die geht aber nochmal in ihre Unsichtbarkeit. Ist mit dem Pfeil eigentlich gerade, war die nicht gerade noch auf dem Inferno drauf? Oh, aber saustarke Attacke, Leute, saustarke Attacke, okay. So geht's hier, live am Toti, der hat immer noch nicht angegriffen. 100% Lord of War. Junge, 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 und der hat vor allen Dingen am Anfang auch wieder Drachen genommen. Okay, Chromo kriegt mal Lack. Wir gucken uns mal einen Gegner an. Der 12er wurde ja gerade gelegt und 12 auf 13 hier mit... Was haben wir hier? Ey, das ist immer eine ganz komische Kombi, ne? Das ist immer eine ganz komische Kombi, muss ich sagen. Okay. Das sind ein paar Miner, ein paar Valkyren und ein paar, noch nicht mal ein paar, sondern 3 von den Yetis. Okay, da hinten geht die Queen allerdings. Snackt sich das Rathaus mit Heiler. Okay. Vielleicht habe ich jetzt auch eine Meta verpasst. Kann ja auch sein. Durchaus möglich. Aber okay, wir gucken uns mal, wer sich um den Hund kümmert hier. Erstmal niemand, dann ist er auch nicht so schlimm. Aber jetzt kommen schon ein paar Magier raus aus der Kaserne. Die nehmen sich natürlich gerne des Hundes an. Hier unten laufen die Valkyren, Leute. Okay, Heilzauber bekommen die nochmal mit, beziehungsweise sind schön in der Heilaura vom Warden. Gucken wir mal, ob die Base von Chromo hält hier. Die 2 Päcker kommen am Ende noch raus. Und er hat gar keine Klammerung mit. War die jetzt leer oder was, die Kaserne? Muss ich gleich mal gucken, ob die jetzt leer war.
Da muss ich wirklich mal schauen. Aber okay, der hatte am Worden auch den Feuerball. Okay, der hat aber nicht ganz so toll eingeschlagen. Der hat zwar viel kaputt gemacht, allerdings den Inferno nicht bekommen. Und der brät hier ganz, ganz locker hier alles um ihn herum. Weg allerdings die Gladiatoren hier. Mit einer normalen Fähigkeit kann er noch zünden. Achso, das ist ja der Gegner, okay. Das ist ja der Gegner, Fireball. Okay, kein Giftpfeil. Und Puppe und den Handschuh. Okay, aber werden auf. Sollten eigentlich drei werden. Ja, schade auch. Okay. Die Base ist doch ein Wutzauber. Deine Base hat doch praktisch. Hat doch einen Wutzauber. Braucht er keinen praktisch. Ja, das stimmt. Aber okay. Muss man neidvoll anerkennen. Was heißt neidvoll anerkennen? Ist halt so. Na, 13, wir spielen hier einen 20er CK, nee, einen 15er CK, also da kann die 13 ruhig fallen, würde ich sagen. Das ist nicht so schlimm. Man muss dem Gegner auch manchmal Tribut zollen. Okay. Wird ihr nicht so gut passen, aber naja. Auf jeden Fall, Leute, ich habe noch ein paar Angriffe reinbekommen, auch wenn ich technische Probleme hatte. Die sind jetzt wieder gelöst. Lichtprobleme habe ich keine, obwohl es hier ein bisschen dunkel ist. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ich habe jetzt länger kein Video gebracht, weil ich die meiste Zeit dann auch live war. Und am Wochenende kommt von mir sowieso kein Video, aber der Zeit ist es halt geschuldet. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Flash.